die Lehre vom IQ hat besonders stark im englischsprachigen Raum, immer mehr aber auch in Kontinentaleuropa in den letzten Jahrzehnten fast den Status einer Religion erlangt. Der IQ soll als Universalerklärung für alle nur denkbaren gesellschaftlichen Phänomene dienen. Die extreme Ungleichheit der Vermögensverteilung rühre daher, dass die Reichen eben einen höheren IQ hätten und dieser sich in ökonomischem Erfolg niederschlage. Der niedrigere IQ ihrer Anhängerschaft erkläre den Siegeszug des Rechtspopulismus. Der individuelle IQ bestimme, wie viel Geld ich einmal verdiene, welche weltanschaulichen Ansichten ich entwickeln werde, wen ich heirate und welche Hobbys ich habe. Der IQ erklärt, ob ich religiös bin oder Atheist werde. Und der durchschnittliche IQ der Bevölkerung soll erklären, welche Staaten in der imperialistischen Konkurrenz erfolgreich sind und welche nicht. Der IQ, so scheint es, ist die Universalformel zur Erklärung nicht nur der individuellen Psychologie und Biografie jedes Menschen, sondern auch zur Erklärung aller gesellschaftlichen Phänomene, ja, der ganzen Weltgeschichte. Und nicht zuletzt hat er herausragende Bedeutung für das Selbstbewusstsein der Menschen. Nichts steigert das Selbstvertrauen so sehr, wie in den boomenden Online-IQ-Tests eine hohe Punktzahl zu erreichen. Und nichts deprimiert so sehr, wie eine niedrige Punktzahl. Denn der IQ scheint der ultimative Maßstab des Wertes eines Menschen sowie des Platzes, der ihm in der Gesellschaft gerechterweise zukomme. Was aber sagt das IQ-Testergebnis eines Menschen eigentlich aus? Die IQ-Skala ist im 19. Jahrhundert entwickelt worden, um Lernstörungen bei Schulkindern festzustellen. Man schaute sich an, welche Leistungen in bestimmten Bereichen Kinder einer bestimmten Altersgruppe in welcher Geschwindigkeit lösen können und ermittelte daraus Durchschnittswerte, wobei ein IQ von 100 immer den Median der untersuchten Gruppe darstellte. Es ist also das nebenbei unmöglich, dass die IQ-Verteilung der Bevölkerung sich jemals verändert, weil der IQ keine absoluten Leistungen misst, sondern das Verhältnis einer Leistung zur Vergleichsbevölkerung. Wenn alle Menschen auf der Welt 10-mal so schlau würden, würden die korrigierten IQ-Testergebnisse trotzdem genau gleich ausfallen. Bei diesen ersten IQ-Tests an Schulkindern im Frankreich des späten 19. Jahrhunderts ging es wohlgemerkt nicht darum, irgendwelche natürlichen Begabungsunterschiede zwischen den Menschen auszuforschen. Ganz im Gegenteil. Durch IQ-Tests sollte erkannt werden, welche Kinder aus irgendwelchen Gründen im Vergleich zu ihren Klassenkameradinnen mit der Lernleistung im Verzug waren, damit man diesen Verzug durch gesonderten Nachhilfeunterricht aufholen und die Kinder im Unterricht dann wieder ihrer Altersgruppe gemäß und normale Leistungen erbringen können. Die Prämisse dahinter war so klar die Annahme, dass die in solchen Tests gemessenen Leistungsunterschiede Resultat behebbarer Umweltbedingungen und nicht irgendwelcher naturgegebenen Begabungsunterschiede seien. Zudem sei die IQ-Skala ganz ungeeignet, um irgendwelche Aussagen über die intellektuelle Leistungsfähigkeit Erwachsener zu treffen. IQ-Messung blieb also jahrzehntelang ein Instrument mit eng begrenztem pädagogischen Anwendungsbereich, aus dem sich keine weltanschaulichen Konsequenzen ergaben. Und bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hat die große Mehrheit der Weltbevölkerung niemals vom Begriff IQ gehört, geschweige denn, dass irgendein normaler Mensch regelmäßig seinen IQ testen und seinen IQ-Wert als ein definierendes Merkmal seiner Persönlichkeit betrachten würde. Die große Karriere des IQ begann nicht in seinem Ursprungsland Frankreich, sondern in der englischsprachigen Welt. In Großbritannien und vor allem in den USA, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die am weitesten entwickelten kapitalistischen Gesellschaften. Und dort wurde schon ab den 30er, 40er Jahren der IQ in einer völlig anderen Weise verwendet, als bei seiner Schaffung intendiert gewesen war. Psychologinnen und Ärztinnen, Polizistinnen und Richterinnen unterzogen nun erwachsene Menschen massenhaften IQ-Tests bei allen Gelegenheiten. Und diese IQ-Testergebnisse sollten alles Mögliche erklären. Man maß den IQ von Angeklagten und Häftlingen, um zu beweisen, dass niedriger IQ zu Kriminalität führe. Man testete den IQ von Suchtkranken, um zu belegen, dass Sucht eine Folge mangelnder Intelligenz sei oder aber besonders hoher, je nach Belieben. Man erklärte mit dem IQ, warum Fabrikbesitzer reich geworden sind und ihre Fabrikarbeiter arm bleiben. Und Rassistinnen nutzen den IQ, um die Überlegenheit der weißen Rasse wissenschaftlich zu beweisen, indem sie triumphierend demonstrierten, dass in großen Vergleichsstudien weiße Amerikanerinnen regelmäßig höhere IQ-Ergebnisse erzielen würden als Schwarze. Bis heute ist das ein zentraler Punkt in der Ideologie amerikanischer Rechtsextremistinnen. IQ-Tests beweisen die Richtigkeit der Rassenlehre.
dieser Kult um den IQ als Universalerklärung aller gesellschaftlichen Verhältnisse und individueller Biografien breitete sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts von den USA langsam über alle kapitalistischen Gesellschaften aus. Und in den letzten paar Jahrzehnten ist er der Masse der Bevölkerung immer mehr in Fleisch und Blut übergegangen. Kaum jemand in der westlichen Welt kann heute nicht aus dem Schlaf sein IQ aufsagen. Und für Millionen Menschen ist ein hohes IQ-Testergebnis Zentrum ihres Selbstbewusstseins, beziehungsweise ein niedriges IQ-Testergebnis eine schamhaft verborgene, am Selbstvertrauen nagende Schande. Was aber misst der IQ eigentlich? In IQ-Tests wird gemessen, wie effizient und schnell man ein paar spezifische Arten intellektueller Geschicklichkeitsübungen lösen kann. In erster Linie logischer und mathematischer Art. Diese Aufgaben sind erstens ziemlich weit von den intellektuellen Aufgaben entfernt, mit denen Menschen im realen Alltag üblicherweise tatsächlich konfrontiert werden. Sie blenden zweitens einen riesigen Teil menschlicher intellektueller Leistungskraft vollständig aus, beispielsweise alles, was künstlerische Leistungen im weitesten Sinne angeht. Drittens, und das ist am bedeutendsten, ist ein IQ-Testergebnis aber eine Momentaufnahme der aktuellen Leistungs- bzw. Konzentrationsfähigkeit eines Menschen in Bezug auf ein paar bestimmte Aufgabenstellungen und kein Indikator irgendeiner naturgegebenen Begabung oder Nichtbegabung. Jeder kann leicht selbst prüfen, dass die Ergebnisse von IQ-Tests hochvariabel sind. Verschiedene, ein bisschen unterschiedlich designte IQ-Tests führen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Und beim selben IQ-Test wird man deutlich verschiedene Ergebnisse erzielen, je nachdem, ob man den Test müde, hungrig und gereizt macht oder frisch ausgeschlafen, satt und in emotional ausgeglichener Verfassung. Und wer regelmäßig IQ-Tests löst, wird immer höhere IQ-Testergebnisse erzielen, weil das Lösen von IQ-Tests ebenso eine Trainingssache ist wie jede andere spezielle Fertigkeit. Bedeutet das, dass mein Gehirn heute ganz anders beschaffen ist und ein ganz anderes, ihm inhärentes Potenzial hat als ein paar Tage früher oder später in anderer Tagesverfassung? Natürlich nicht. Es bedeutet nur, dass die Umweltbedingungen, die über die Entfaltung meines intellektuellen Potenzials in bestimmten Bereichen entscheiden, sich verändert haben. Noch dramatischer sind aber die Unterschiede, wenn man IQ-Testergebnisse nicht nur nach tagesaktueller individueller Verfassung, sondern nach sozialen Lebensbedingungen vergleicht. Amerikanische Untersuchungen haben gezeigt, dass der IQ von Kindern aus armen Familien, die von reichen Familien adoptiert werden, in Folge um durchschnittlich knapp 20 Punkte steigt. 20 Punkte, das kann den Unterschied zwischen Diagnose einer Lernbehinderung und Feststellung einer überdurchschnittlichen Intelligenz ausmachen. Bedeutet das, dass reiche Kinder von Natur aus begabter sind und ein anders beschaffenes Gehirn haben als arme Kinder? Natürlich nicht. Es bedeutet, dass reiche Kinder mit höherer Wahrscheinlichkeit unter Umweltbedingungen leben, unter denen ihre intellektuelle Leistungsfähigkeit regelmäßig stimuliert und trainiert wird. Und in allen Gruppen sinken die IQ-Testresultate mit zunehmendem Alter. Und zwar nicht erst in hochbetagtem Alter, in dem deutliche biologische Verfallserscheinungen im Gehirn eintreten. Schon ein 35- oder 40-Jähriger, an dessen Gehirn noch keinerlei biologische Schäden aufgetreten sind, wird in einem IQ-Test üblicherweise immer weniger Aufgaben rasch lösen können als ein 18-Jähriger, weswegen IQ-Tests üblicherweise auch nach Altersgruppen ausgewertet werden. Bedeutet das, dass ein 18-Jähriger per se schlauer und intellektuell leistungsfähiger als ein 40-Jähriger ist? Keineswegs. Es zeigt lediglich an, dass ein 18-Jähriger, der im Schulunterricht täglich zur Beschäftigung mit einem halben Dutzend verschiedenen Wissensgebieten und mit einem halben Dutzend verschiedenen Arten von Denksport gezwungen ist, durch dieses permanente Training aller möglichen Denkkategorien jetzt gerade agiler und rascher im Lösen abstrakter Probleme sein wird, als ein 40-Jähriger, dessen Alltag üblicherweise darin besteht, täglich 8 Stunden lang eine stumpfsinnige, monotone Routine-Lohnarbeit ausüben zu müssen, danach ein paar Stunden am Fernseher zu sitzen und schlafen zu gehen. Ein 40-Jähriger, der den ganzen Tag damit verbringt, Texte aus einem Dutzend verschiedenen Wissensgebieten zu lesen, selbst Texte zu verfassen und mathematische und logische Aufgaben zu lösen, würde in einem IQ-Test einen 18-Jährigen, der den ganzen Tag allein in einem reizlosen Zimmer sitzt und an die Wand starrt, zweifellos ohne Mühe übertrumpfen. Oder nehmen wir Unterschiede zwischen Geschlechtern.
19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts schnitten Frauen bei IQ-Tests mit größeren Teilnehmerzahlen durchweg immer deutlich schlechter ab als Männer, was von reaktionären Psychologen als wissenschaftlicher Beweis dafür präsentiert wurde, dass abstraktes logisches Denken der weiblichen Natur nicht entspreche und das natürlicherweise eine Männerdomäne sei. Im späten 20. und im 21. Jahrhundert sind solche Unterschiede in IQ-Tests aber plötzlich nicht mehr zu sehen. Ja, Männer schneiden in westlichen Staaten jetzt sehr häufig deutlich schlechter als Frauen ab. Liegt es daran, dass innerhalb von ein paar Jahrzehnten ein gewaltiger Evolutionssprung stattgefunden hat und die Gehirne von Frauen sich plötzlich radikal verändert haben? Natürlich nicht. Der Unterschied ist ein rein sozialer. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war höhere Schul- und Universitätsbildung nicht nur eine fast reine Männerdomäne und Frauen der Zugang zu Gymnasien und Universitäten häufig auch noch formell verboten. Auch autodidaktische intellektuelle Beschäftigung von Frauen war sozial geächtet, weil eine Frau durch zu viel Bildung und Scharfsinn ihre Weiblichkeit verliere und es unmöglich sei, dass eine Frau ihren Mann durch intellektuelle Überlegenheit beschämt. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kamen Frauen in den westlichen Staaten nun aber langsam genauso oft wie Männer auf eine höhere Schule oder eine Universität und gesellschaftlich wurde intellektuelle Beschäftigung von Frauen immer weniger missbilligt. Und siehe da, sofort war der Unterschied zwischen Männern und Frauen in IQ-Tests verschwunden. Oder nehmen wir Ethnizität. Alle großen IQ-Vergleichsstudien zeigen, dass unterdrückte, am unteren Ende der sozioökonomischen Hierarchie stehende ethnische Minderheiten in einer Gesellschaft fast immer deutlich niedrigere IQ-Testergebnisse erzielen als die in dieser Gesellschaft herrschende dominante Ethnie mit dem höchsten sozioökonomischen Status. Die Nazis begleiteten ihren Genozid an Sinti und Roma mit systematischen IQ-Tests, in denen sie triumphierend bewiesen, dass Sinti und Roma durchschnittlich niedrigere IQ-Testergebnisse als die weiße, arische Bevölkerung erzielten. Und heutige amerikanische Rechtsradikale können jederzeit ein Dutzend Studien aus dem Hut zaubern, die belegen, dass die Bewohnerinnen armer, sozial abgehängter schwarzer Stadtviertel im Durchschnitt schlechtere IQ-Testergebnisse erzielen als die Bewohnerinnen wohlhabender, sozial angesehener weißer Stadtviertel. Bedeutet das, dass die Rassenideologen recht haben und es von Natur aus klügere und dümmere, hochwertigere und minderwertigere Ethnien gäbe? Natürlich nicht. Das Einzige, was solche Tests zeigen, ist die Banalität, dass Menschen in einem gegebenen Moment gerade durchschnittlich schneller und leistungsfähiger im Lösen abstrakter Aufgaben sind, wenn genau diese Art von abstraktem und schnellem Denken durch dafür günstige Umweltbedingungen gerade stark stimuliert wurde oder nicht. Natürlich erfährt ein Kind in einem bürgerlichen Haushalt voller Bücher, mit privaten Nachhilfelehrern, mit Akademikereltern, regelmäßigen kulturellen Aktivitäten und Bildungsreisen im Durchschnitt eine stärkere intellektuelle Stimulation als ein Kind, das in einer bitterarmen Familie in einem Slum aufwächst. Oder nehmen wir das Beispiel der Untersuchung, die westliche Forscherinnen an den Bevölkerungen kolonialer und postkolonialer Gesellschaften im globalen Süden durchgeführt haben. Vergleichende IQ-Tests zwischen den Bevölkerungen imperialistischer Metropolen und denen von Kolonien im globalen Süden zeigten fast immer weitaus niedrigere IQ-Testergebnisse bei zweiteren. Bedeutet das, dass die Kolonialistinnen von Natur aus den Kolonisierten überlegen sind? Natürlich nicht. Es zeigt lediglich die Banalität auf, dass Menschen schlechter abschneiden in einer Art von Aufgaben, mit denen sie in ihrer bisherigen Biografie nie konfrontiert waren, als Menschen, die ständig mit solchen Aufgaben konfrontiert sind. Natürlich schnitt ein britischer Schüler von 1950, der 10 Jahre lang Mathematikunterricht in der Schule hatte, bei der Lösung mathematischer Aufgaben im Durchschnitt besser ab als die Kinder armer Selbstversorgerbauern einer britischen Kolonie, die nie oder nur sehr kurz eine Schule besucht hatten und noch nie im Leben abstrakte Algebra- und Geometrieaufgaben hatten lösen müssen. All diese Beispiele zeigen, dass das Ergebnis eines IQ-Tests nichts über irgendeine naturgegebene Begabung oder Nichtbegabung von Menschen aussagt, sondern die IQ-Verteilung ein Abbild der sozialen Hierarchie ist. Wer in der sozialen Rangordnung einer Gesellschaft oben steht, hat durchschnittlich einen hohen IQ. Wer in der sozialen Rangordnung einer Gesellschaft unten steht, hat durchschnittlich einen niedrigeren IQ, weil die Stimulation für das IQ-Testergebnis relevanten Fertigkeiten durchschnittlich umso stärker und regelmäßiger ist, je höher der eigene Sozialstatus auffällt.
Die extreme Variabilität des IQ zeigt dabei, dass es sich dabei um kein einem Menschen inhärentes biologisches Merkmal handeln kann, sondern eine massiv veränderbare sozial bedingte Momentaufnahme. Adoption armer Kinder durch reiche Familien führt zu einer massiven Steigerung des durchschnittlichen IQ. Regelmäßiges Lösen von IQ-Tests führt zu einer massiven Steigerung des durchschnittlichen IQ. Tägliche vielfältige intellektuelle Beschäftigung führt zu einer massiven Steigerung des durchschnittlichen IQ. Die Aussage, der XY hat ein IQ von 96 oder 110 oder 131, wie man sagen würde, der XY hat grüne Augen, ist einfach Unsinn. Der IQ ist keine inhärente Eigenschaft irgendeines Menschen, wie es auch keine irgendeinem Menschen biologisch inhärente Eigenschaft ist, Latein übersetzen oder Segel fliegen zu können. Dass der IQ keine einem Menschen inhärent innewohnende Eigenschaft ist, sondern ein jederzeit massiv veränderbares Trainingsresultat, ist das eine. Das andere ist die generell extrem begrenzte Aussagekraft des IQ in Bezug auf intellektuelle Leistungsfähigkeit schlechthin. Der IQ ist, wie schon erwähnt, nicht Abbild der generellen Denkfähigkeit eines Menschen per se, sondern zeigt die Leistungsfähigkeit von Menschen im Lösen einer Reihe ganz bestimmter spezifischer Geschicklichkeitsaufgaben. Riesige Bereiche menschlicher Denkfähigkeit und intellektueller Schöpferkraft werden in einem IQ-Test nicht einmal gestreift. Und selbst in den Bereichen, die in einem IQ-Test explizit abgefragt werden, ist die Aussagekraft äußerst begrenzt. Irgendwelche relevanten praktischen Implikationen hat ein IQ-Test eigentlich nur so, wie er im 19. Jahrhundert ursprünglich verwendet wurde, nach unten, um Lernstörungen ausfindig zu machen. Wenn ein Mensch in einem IQ-Test weitaus schlechter abschneidet, als es in seiner Vergleichsgruppe statistisch normal ist, ist es ein starkes Indiz dafür, dass bei diesem Menschen irgendeine Blockade vorliegt, die ihn dabei behindert, sich Fertigkeiten anzueignen und Problemlösungen zu finden. Und wenn man einen solchen Befund hat, kann man sich daran machen, nach den Ursachen und einer möglichen Behebung dieser Blockade zu suchen, wobei man meistens feststellen wird, dass sie nicht auf irgendwelche angeborenen biologischen Unterschiede zurückgeht, sondern auf ungünstige Umweltbedingungen. Die Aussagekraft von IQ-Tests geht umgekehrt aber gegen Null, wenn man sich stattdessen nach oben richtet, um auszuforschen, was über dem Durchschnitt steht. Ein seriös konzipierter IQ-Test soll einfach nur ermitteln, ob ein Mensch in einigen bestimmten Bereichen eine Problemlösungskompetenz hat, die etwa dem in seiner Vergleichsgruppe normalen entspricht oder nicht. Es ist kein Instrument, um Genies zu ermitteln. Abgesehen von der Variabilität, die ja häufig der Zufälligkeit von IQ-Testergebnissen, verbietet sich das schon deswegen, weil in einem IQ-Test Fertigkeiten gemessen werden, bei denen eine weit überdurchschnittliche Geschicklichkeit praktisch fast völlig nutzlos und irrelevant ist. Entscheidend für das Abschneiden beim IQ-Test ist beispielsweise die Zeit, die man für das Lösen einer bestimmten Aufgabe braucht. Wenn sich in einem solchen Test nun zeigt, dass ein Kind für die Lösung der Aufgaben dreimal so lange braucht wie seine Klassenkameradin, ist das eben ein Indiz für eine Blockade, nach deren Ursachen man suchen sollte. Umgekehrt ist es aber Unsinn, daraus, dass jemand IQ-Testaufgaben in 30 statt 50 Sekunden löst, abzuleiten, dass dieser Mensch in seiner Natur nach überlegenes Genie sei. Es gibt kaum irgendwelche realen Situationen, mit denen Menschen in der Wirklichkeit konfrontiert sind, in denen es tatsächlich relevant wäre, ob jemand die für ein IQ-Testergebnis von 120 oder nur die für ein IQ-Testergebnis von 100 nötigen Kompetenzen hat. Wie oft kommen Menschen in eine Situation, der es von irgendeiner praktischer Relevanz wäre, ob ich ein geometrisches Rätsel 20 Sekunden schneller oder langsamer löse? Wie oft kommt man in eine Situation, in der es irgendeinen Unterschied machen würde, ob ich eine Wortreihe zweimal oder dreimal durchschauen muss, um ein nicht passendes Wort zu finden? Wie oft wird man in der Realität mit irgendeiner Aufgabe konfrontiert, in der es von höchster Bedeutung wäre, ob ich mir eine Detailinformation nach dreifacher oder erst nach vierfacher Wiederholung merke? Fast alles, was in IQ-Tests abgefragt wird, wird sogar tendenziell in der Praxis immer irrelevanter, seitdem es Computer gibt. Ein hohes IQ-Testergebnis sagt aber nicht aus, dieser Mensch ist seiner Natur nach klüger, überlegen und in allem besser als andere, sondern lediglich, dieser Mensch ist in einer Art Handvoll ganz spezifischer geistiger Geschicklichkeitsübung von begrenzter praktischer Relevanz flinker und sicherer als die meisten. Und zwar Geschicklichkeitsübungen, bei denen über Normalmaß weit hinausgehende Geschicklichkeit schnell zu einer speziellen Kuriosität ohne größere Bedeutung wird.
Jeder Mensch mit einem IQ im normalen Bereich kann mit entsprechender Motivation jede in der gesellschaftlichen Realität jemals relevante Aufgabe lösen, während ein überdurchschnittlicher IQ keine erkennbaren Vorzüge mit sich bringt und keine Überlegenheit im Lösen tatsächlich gestellter Aufgaben. Die Tatsache, dass die riesengroße Mehrheit der zigtausenden Mitglieder von hochbegabten Vereinigungen niemals irgendwelche herausragenden Leistungen auf irgendeinem Feld erbringt, während umgekehrt Menschen, die herausragende wissenschaftliche, literarische oder künstlerische Leistungen erbringen, keineswegs unbedingt einen besonders hohen IQ erzielen, beweist eindrücklich, dass ein abnorm hohes IQ-Testergebnis keine per se höhere und leistungsfähigere Natur anzeigt, sondern einfach eine kuriose, ziemlich irrelevante Spezialität. Fähigkeit ist, wie die Fähigkeit, ungewöhnlich lange einen Handstand zu machen. Der IQ ist also eine brauchbare Skala, um in ein paar bestimmten begrenzten Feldern Defizite in ein paar ganz bestimmten begrenzten Fertigkeiten feststellen zu können. Nicht mehr, nicht weniger. Wie kommt es dann aber, dass ein für die allermeisten Menschen, den allermeisten Belangen tatsächlich derart irrelevantes Messinstrument wie der IQ in den letzten Jahrzehnten fast den Status einer Massenreligion angenommen hat, die Individuum wie Gesellschaft durch Zauberhand erhellen soll? Auffällig ist, dass der Siegeszug der IQ-Ideologie in der ganzen westlichen Welt gleichzeitig mit dem Siegeszug des Neoliberalismus stattfand. Ein purer Zufall wird es nicht sein. Der Kern neoliberaler Ideologie ist Individualisierung und Kampf gegen das früher von der Arbeiterinnenbewegung vertretene materialistische Geschichts- und Gesellschaftsbild. Ein materialistischer Blick auf Gesellschaft und Geschichte, wie ihn die sozialistische Arbeiterinnenbewegung immer vertreten hat, lehrt, dass die Geschichte menschlicher Gesellschaften von der Entwicklung ihrer wirtschaftlichen und sozialen Strukturen determiniert wird und dass das Individuum Produkt der auf es einwirkenden sozialen Umweltbedingungen ist. Der Mensch ist das, was die Gesellschaft, in der er lebt, aus ihm macht. Die neoliberale Ideologie bekämpft den historischen Materialismus und stellt ihm einen radikalen Individualismus entgegen. Es gibt keine Gesellschaft, sondern nur Individuen, und das Individuum ist das, was es aus sich macht. Gleichzeitig führt die mit dieser Ideologie legitimierte neoliberale Transformation der Gesellschaft zu einer immer krasseren sozioökonomischen Polarisierung, zur Bildung einer historisch beispiellos reichen, allmächtigen Oligarchie und einer breiten Masse, deren Lebensstandard jahrzehntelang stagniert oder sogar absinkt. Und diese immer extremere sozioökonomische Polarisierung verlangt nach irgendeiner weltanschaulichen Rechtfertigung. Die Ideologie des IQ, wie sie in Populärwissenschaft, Journalismus und Massenkultur heute verbreitet wird, entspricht dem Ideal. Die glühendsten modernen Prediger des IQ-Kults verkünden erstens, dass der IQ keine variable, massiv trainierbare und sozial bestimmte Momentaufnahme sei, sondern ein biologisch determinierter absoluter Wert. Einen hohen oder niedrigen IQ, das hat man nun einmal in seinen Genen, unbeeinflussbar wie die Augenfarbe oder die Blutgruppe. Sie verkünden zweitens, dass der IQ nicht nur eine Reihe eng begrenzter, mäßig relevanter Spezialfertigkeiten messe, sondern die Intelligenz eines Menschen schlechthin. Wer in einem IQ-Test 120 Punkte erreicht, ist 20% intelligenter als ein Mensch, der in einem IQ-Test 100 Punkte erreicht, so einfach ist das. Denkfähigkeit ist genauso simpel und eindeutig messbar und vergleichbar wie der Blutdruck. Und sie verkünden drittens, dass die durch einen solchen IQ-Test ermittelte hohe Intelligenz üblicherweise zu Erfolg im Konkurrenzkampf der kapitalistischen Sozialhierarchie führe. Sprich, wer sozial oben steht, hat nicht aufgrund seiner viel besseren Lebensbedingungen im Schnitt ein höheres IQ-Testergebnis, sondern wer einen angeborenen höheren IQ hat, steht deswegen üblicherweise höher in der sozialen Hierarchie. Die Reichen und Mächtigen sind also reich und mächtig, weil sie die von der Natur am stärksten begünstigten Übermenschen sind. Neoliberale Ideologinnen und menschenverachtende Sozialdarwinistinnen aller Art hatten und haben begreiflicherweise eine besonders starke Affinität zum IQ-Kult, bietet er doch ganz wie der Rassismus eine von der Erwägung sozialer Strukturen abstrahierende, rein individuelle Erklärung, die gleichzeitig die bestehenden sozialen Strukturen naturalisiert und legitimiert. Die extreme Ungleichheit der modernen kapitalistischen Gesellschaft resultiert dann nicht aus ihrer Klassenstruktur, sondern bildet nur eine Naturtatsache ab, dass es eben eine Kraft ihrer überlegenen Gene zum Herrschen bestimmte Minderheit und eine Kraft ihrer minderwertigen Gene zum Dienen bestimmte Mehrheit gebe.
von NS- und Ku Klux Klan Rassekundlerinnen bis hin zu libertären FDPlern und Elon Musk verehren, erfreut sich die Ideologie des IQ als ultimativen Bewertungsmaßstab von Menschen größter Beliebtheit, weil sie Ungleichheit und Unterdrückungsverhältnisse als von Menschen nicht beeinflussbare biologische Tatsachen und somit gut und gerecht erscheinen lässt. Das mag erklären, warum Apologetinnen der herrschenden Klasse und ihres Systems besessen vom IQ sind. Aber auch Millionen arme Schweine, die ganz und gar nicht zu den Reichen und Mächtigen gehören, sind leidenschaftliche IQ-Ideologinnen. Jeder kennt die Figur des Typen, der eine trostlose, prekäre Existenz führt, aber jedem mit stolz geschwellter Brust verkündet, dass er übrigens hochbegabt sei, einen IQ von 130, 140 oder 150 habe und alle Missgeschicke und alles Unbefriedigende seines Lebens nur darauf zurückgeht, dass die ihn umgebende dumme Masse ihn und seine Gedanken aufgrund ihrer natürlichen Unterlegenheit nicht verstehen könne. Die IQ-Ideologie kann nämlich nicht nur von den Herrschenden zur Legitimierung ihrer Herrschaft eingesetzt werden, sondern auch von den von ihnen ausgebeuteten und unterdrückten, im neoliberalen Zeitalter immer mehr vereinsamten und atomisierten Individuen, um ihr Selbstbewusstsein dadurch zu stärken, dass sie ihnen suggeriert, eigentlich müssen sie Kraft ihres hohen IQ und der darin ausgedrückten natürlichen Überlegenheit selbst viel weiter oben stehen. Dass dem nicht so sei, ist eine bodenlose Unverschämtheit oder ein tragisches Missverständnis. Denn eigentlich müssten ja hohe Intelligenz zu einem hohen Sozialstatus in der kapitalistischen Hierarchie führen. Die Ausbreitung der IQ-Ideologie unter den ausgebeuteten Unterdrückten geht einher mit Desolidarisierung und Vereinzelung. Wenn die soziale Stellung von Menschen von ihren Erbanlagen determiniert wird oder determiniert werden sollte, dann entfällt die kollektive Durchsetzung von Klasseninteressen durch Solidarität und Klassenkampf. Die IQ-Ideologie ist einer den Klasseninteressen der Ausgebeuteten durch und durch feindliche Ideologie. Und historisch stand die sozialistische Arbeiterinnenbewegung immer auf dem aufklärerischen, egalitären Grundsatz, dass die Menschen gleich geboren sind, es keine von der Natur zum Herrschen oder zum Dienen, zu höheren oder niedrigeren Tätigkeiten bestimmten Menschen gebe und praktisch jeder Mensch praktisch jede relevante Fertigkeit erlernen könne. Und dieser Grundsatz bildet ganz einfach die Realität ab. Nahezu jeder Mensch, der nicht gerade schwer dement ist oder eine starke Lernbehinderung hat, kann nahezu jede jemals praktisch relevante Fertigkeit erlernen. Es mag sein, dass es genetische oder sonstige biologische Dispositionen gibt, die Menschen das Erlernen bestimmter intellektueller Fertigkeiten etwas leichter oder schwerer machen, dafür sorgen, dass sie für deren Erwerb etwas länger oder kürzer brauchen, den Stoff etwas öfter oder seltener wiederholen müssen, bis er sitzt. Aber solche kleineren biologischen Unterschiede sind für fast keine Aufgabe, die sich Menschen in der Realität tatsächlich stellt, wirklich relevant. Jeder Mensch, der seine Muttersprache erlernen konnte, kann, genug Stimulation und Motivation vorausgesetzt, auch jede beliebige Fremdsprache erlernen, ohne dass man dafür irgendwelche Mythen von natürlicher Sprachbegabung bemühen müsste. Jeder Mensch, der die paar wenigen Rechenschritte der Grundrechenarten erlernen konnte, kann, genug Stimulation und Motivation vorausgesetzt, auch jede noch so komplexe algebraische Operation erlernen, deren einzelne Lösungsschritte für sich genommen ja nicht schwieriger sind als die der Grundrechenarten, sondern für deren Lösung nur wesentlich mehr Einzelschritte nacheinander erlernt werden müssen. Jeder Mensch, der das Funktionsprinzip eines Fahrrads verstehen kann, kann prinzipiell, wenn er genug Motivation und günstige Bedingungen zu intensivem Lernen hat, auch jede komplexe physikalische Apparatur verstehen, denn das Prinzip des logisch-kausalen Denkens bleibt dasselbe. Jeder Mensch, der lesen und schreiben lernen konnte, kann durch regelmäßige intensive Lektüre und Schreibübung auch eine eloquente, differenzierte Ausdrucksweise mit einem großen Vokabular und stilistischer Prägnanz erlernen, wenn er nur unter Bedingungen lebt, unter denen er zu ständigem Lesen und Schreiben motiviert wird. Jedes Kind, das den normalen Grundschullehrplan ohne besondere Schwierigkeiten durchlaufen konnte, kann als Erwachsene auch prinzipiell eine akademische Ausbildung absolvieren und wissenschaftliches Arbeiten erlernen, wenn er auf diesem Weg motiviert und stimuliert wird und die materiellen Voraussetzungen dafür vorfindet. Ob Menschen durch etwaige genetische Startvorteile zur Erlangung all dieser Fertigkeiten 10 oder 20% länger oder kürzer brauchen oder in bestimmten Spezialbereichen noch ein bisschen stärker brillieren können als andere, die ebenso hart gelernt und geübt haben, sind individuelle Kleinigkeiten ohne nennenswerte Relevanz.
was die Menschen heute in Gebildete und Ungebildete, in Arme und Reiche, in Herrschende und Dienende teilt, ist nicht das Phantom einer angeblichen IQ-messbaren biologischen Über- oder Unterlegenheit. Es ist die Klassenstruktur der kapitalistischen Gesellschaft, die die Mehrheit der Weltbevölkerung in der Entfaltung ihrer Fertigkeiten blockiert und verhindert, dass nahezu jeder die geistige Wendigkeit heutiger Elite-Uni-Studentinnen erreicht, die in einer egalitären Gesellschaftsordnung fast jeder erreichen könnte und würde. Du bist nicht das Produkt deines IQ, du bist das Produkt deiner sozialen Lage.